In den manischen Phasen hatte ich ganz viele Einfälle. Jeder Einfall war das Wichtigste und Beste, was jemandem auf der ganzen Welt jemals eingefallen ist. Ich bin noch viel einfach planlos durch die Stadt gelaufen. Schmerzen, Kälte oder Nässe, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich bin wahnsinnig viel ausgegangen. Es war dann bloß, dass ich halt so übertrieben war, dass die Leute mich schon irgendwie kaum mehr ausgehalten haben. Und dann in einer depressiven Phase ist es genau das Umgekehrte. Ich konnte nichts tun und habe mich für nichts interessiert. Und das Einzige, worauf ich mich am Tag freuen konnte, dass ich abends wieder schlafen kann. Ich habe monatelang gedacht, wie scheiße ist das Leben? Es gibt doch irgendwie einfach nichts Schönes. Dass ich wirklich morgens aufgewacht bin und der erste Gedanke war, ich möchte sterben. Es sind halt keine Randgruppen, die da irgendwie an irgendwas erkranken, sondern es sind ganz normale Menschen. Ja, das kann theoretisch jeden irgendwie treffen.